stylischen Side-Hotel in Hamburg lud Sebastian Professional zum Relaunch der Kultmarke. Diskutiert wurde mit Style-Visionären über das Thema What's Next? Als Stargast hatte man It-Girl Corey Kennedy aus Los Angeles einfliegen lassen. Sie wurde weltberühmt, als sie im Februar in ihrem Internetblog über die Eröffnung des Gucci-Flagship-Stores in New York berichtete. Wie kam sie auf die Idee, einen Fashion-Blog zu schreiben? The idea is to just kind of share with people Ja, die Idee war, ich wollte den Leuten mein Leben erzählen, ihnen Fotos zeigen, die ich gemacht habe, Fotos, die ich von mir gemacht habe, einfach um die wahre Geschichte zu erzählen. Was hat eine Internetbloggerin mit einer friseurexklusiven Marke zu tun? Also die globale Internetgeschichte ist nicht mehr wegzudenken. Ne? Also wir sind in einem Zeitalter, wir werden in ein Zeitalter kommen, ganz, ganz schnell, wo Communication, also Kommunikation mit unterschiedlichen Leuten nur übers Internet stattfindet momentan auch. Um Haartrends stilsicher zu erkennen, hat sich die Marke Sebastian mit einer Reihe aufstrebender Style-Visionäre zusammengetan. Wer hat das Sagen, wenn It-Girl Corey von Style-Visionär Achim Dickieser frisiert wird? Entscheidungsgewalt, wenn man so sagen möchte, dann hatte ich die Entscheidungsgewalt. Corey Kennedy zu stylen war sehr leicht, weil sie ist ein natürlicher, lässiger, toller Typ. Ihre Haarstruktur, wie gesagt, war in sich etwas trocken. Von daher habe ich mich natürlich für die Whipped Cream entschieden. Ja, Whipped Cream aus der Flow Collection. Whipped Cream hat mir einfach diesen genügenden Moisturizer, diese Pflege gegeben, um diese Locken wirklich glänzend und natürlich und soft luftig zu halten. Und letztendlich wollte ich auch in die Richtung gehen, dass ich hier natürliche, glänzende, schöne, lässige, junge, frische Locken zaubere. Und wie ist das Internetphänomen Corey mit ihrer Frisur zufrieden? Oh, ich denke, es fühlt sich gut an. Ja, es ist wirklich außergewöhnlich. Den Feuchtigkeitsspender werde ich weiternehmen. War es am Anfang schwierig, die Modewelt zu erobern und auf die erste Reihe Plätze der New Yorker Fashion Week zu kommen? Als ich noch jünger war, war es schon etwas schwieriger, als ich noch keine PR-Agentur und Management hatte. Aber die regeln das jetzt. Ich besuche die New Yorker Fashion Week, Paris, London. Ich war bis jetzt noch nicht in Mailand, aber da möchte ich jetzt auch gerne hin. What's next ist die Frage, die sich alle Kreativen immer wieder stellen. Aber wie wird eine Idee zum Trend? Ich gehe jetzt raus und mache einen Trend. So kann es nicht passieren. Ich denke eher, dass das so passiert per Zufall, durch die Kreativität der Leute. Und dann in dem Moment der Richtige auch im richtigen Platz ist, wo das dann aufgegriffen wird, weiter vermarktet wird, dann zu euch zum Beispiel auch drüber gesprochen wird und gezeigt wird und dann auch an die Leser und Zuschauer das so kommentiert wird, dass das die Trends sind. Man muss also die Trends auch erkennen. Gibt es denn auch noch etwas, was Corey bei den letzten Schauen überrascht hat? There are, like the shoes now. Ja, die Schuhe. Die Schuhe werden immer verrückter. Ja, die Schuhe sind in dieser Saison einfach außer Kontrolle geraten. These last few seasons have just been out of control.